Während Gwendolyn jetzt hier hinter der, was ist das überhaupt, komischen Ding kauert, greift allerdings eine andere Persönlichkeit nach ihr. Und zwar eine eins. Das bin nicht ich, das ist Gerugon. Ja, okay. Dann steht er jetzt auf, weil Gerugon versteckt sich nicht. Und steht diesem Scheusal gegenüber. Auch wenn jetzt Geister nicht unbedingt Gerugons Lieblingsuntote Gegner sind, als Paladin. So ein guter Zombie oder ein Skelett ist ihnen da schon lieber. Aber man kann halt nicht alles haben. Ja gut, jetzt sind wir da wieder rausgekommen, wo Ash vorhin nicht reinkam. Das heißt, hier war der Geist lang gehuscht. War übrigens aber kein Kind wegen dem Kindskopf, sondern es war schon eine Frau in einem weißen Kleid. Na gut, gehen wir nochmal kurz hier lang. Hier ist ein Fahrstuhl. Funktionierst du? Nee. Fällt dich weg? Auch nicht. Okay. Also wir kommen nicht mit dem Fahrstuhl wieder nach oben. Nicht, dass wir unbedingt nach oben wollen. Gerugon will dem schon auf den Grund gehen. Und viel grundiger als hier unten geht's nicht. Oh, müssen wir jetzt den Kopf finden. Das ist kein bisschen creepy. Ein Schlüssel mit dem Aufschriftzug Heizungskeller. Von da hinten kommt eine Stimme. Eine Maid in Nöten. So, wieder aus der Richtung, oder? Kommen wir trotzdem nicht hin. Na gut. Heizungskeller also. Das hier sieht sehr heizig aus. Uhu. Oh ja. Das Ding wird explodieren, oder? Ash hat definitiv Shining geguckt. Keiner. Ja, es passiert nichts. Sicherungskasten. Ich hab nichts sagen sollen. Lauf, lauf, lauf. Das sieht gleich aus. Raus. Okay, wir haben Licht und wir haben ein Piano. Und einen sehr aufgebrachten Pianospieler oder Spielerin. Pling. Das war ein Fahrstuhl. Ja, ja, kleinen Moment. Gerugo muss erst ein bisschen sammeln. Er hat es lieber mit Gegnern zu tun, die er auch angreifen kann, die nicht irgendwie rumspuken oder irgendwelche Boiler, die Bolzen explodieren lassen. Die sind ja richtig rausgeschossen aus den Dingern, wie Gewehrkugeln. Aber es geht. Dank Ashs Körper ist eine Gewehrkugel jetzt hier nicht ganz so. Oh, Achtung. Genau. Bösartige Bilder. Schön ausweichen. Da hinten ist sie schon wieder. Au. Noch eine Leiche. Das zweite Kind wurde zerhackt wie Brennholz. Und den Arm kennen wir doch. Es wird nicht. Wobei.
Vielleicht war das ja irgend so ein makaberes Fundstück, das dann aus der Asservatenkammer verschwunden ist. Und ein Prothesenhersteller hat das irgendwie erstanden. Ah. Na gut, gucken wir es mal hier hin. Weil dem Geist so blind. Geist so blind folgen, das wird doch keine gute Idee. Denn es hat bisher immer wehgetan. Ja, es gab neue Hinweise, aber es war schmerzhaft. Deswegen geht er jetzt erstmal hier lang. Guckt sich ein bisschen um. Ne, Schlösser knacken ist nicht Geros Ding. Irgendwas wird er gerade sapschig geschlagen. Auf der Blufordecke oder ist es nur Schatten? Ist nur Schatten. Achso, und in der ersten Etage war auch noch gar nicht fertig. Oder? Also Gwendolyn ist hier hochgestürmt und darunter gestolpert, aber ich weiß nicht, ob sie hier unten wirklich komplett fertig war. Doch, war sie, hier war alles abgesperrt. Giro, dein Rock hängt übrigens ziemlich weit unten, wollte ich mal sagen. Schön das Hochziehen nicht vergessen. Okay. Würde absolut nicht mit klarkommen, der Giro. Nee. Einfach in kein Spiel gucken, dann ist alles gut. Nee. Gucken wir nebenan rein. Raus. Fliegen. Komm her, du Schmarrn-Ding. Alles putt, was putt sein kann. Hau ab. Ja, nee. Gerogon hat die Aufgabe angenommen. Oder war. Ja. Indirekt. Also führte das auch zu Ende. Ein Ehepaar. Schachtel Zigarren neben dem Bett liegen haben. Eine Zigarette nach dem Sex kenne ich ja, aber eine Zigarre mit vorher noch knipsen und dann umständlich da. Hi. Und da muss man schon gut was geleistet haben für die Zigarre danach. Das ist ja ein Jahr. Ne? Kinderzimmer. Ach so, die Eltern haben nebenbei da rumzigarillosiert und die Kinder waren dann hier. Au. Oh. Und Papa war wohl nicht ganz so nett. Wenn Mama so lieb grinst und Papa so aussieht. Das heißt, die beiden Kinderleichen sind die Kinder hier von dem Bild. Die Frau ist der weiße Geist. Und Papa... Der ganz links ist der Mann mit der Axt. Also Johnny. Wie ist er doch, oder? Aus Shining? Gerogon war nicht da, als Ash das geguckt hat. Oh. Ja klar. Hier drin war nix. Nach Feuer aus. Ja. Ein Einwegweg. Aber der Körper hat sich schon wieder regeneriert, also können wir ruhig was riskieren. Eine Bar. Das ist ein schickes Hotel. Also hier könnte ich mich auch gut hinsetzen, für ein Stündchen oder zwei schreiben. Nebenbei was trinken. Selbstjustiz. Ocean House Mörder, vielleicht Schuld an Inferno. Das heißt, der Mann ist umgebracht worden von der Frau. Hier ist sonst nichts. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Also so ein Dingens.
Ja, müssen wir sogar durch, weil der Haupteingang hier gesperrt ist. Ja, den krieg ich da mal rein. Geht runter Richtung Erdgeschoss. Oder Keller. Sieht eher kellerig aus. Tagebuch. Ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, das Tagebuch zu lesen. Also Giro versteckt sich ja nicht gerne. Aber so absichtlich töpfen ist auch nicht so seins. Ja. Wo ist denn der nochmal? Das tat sie weh. Während das Fleisch sich wieder zusammenknietet, können wir doch mal hier reinschauen. So, die verkohlten Überreste eines Tagebuchs. 13.05.58. Bin eben hier im Ocean House eingetroffen. Wir machen eine Woche Urlaub in Santa Monica und Ed hat uns ein Zimmer zur Eröffnung des Hotels gebucht. Es ist wunderbar hier, nahezu märchenhaft. Die Kinder sind schon den ganzen Nachmittag am Wasser. Die ersten beiden Tage waren perfekt, außer dass Ed nicht aufhört, mich nach dem Medaillon zu fragen, das ich von meiner Mutter bekommen habe. Er scheint zu glauben, ein Verehrer hätte es mir geschickt. Ed kann sehr süß sein, aber manchmal übertreibt er es mit seiner Eifersucht. Hoffentlich geht's ihm morgen besser. Wird's ihm nicht. Heute scheint die Sonne und es ist nicht eine Wolke am Himmel. Ed scheint leicht gereizt, er grübelt ständig, wer mein neuer Freund sein könnte. Manchmal ist er schon komisch. Zwei Tage später. Heute Morgen gab es ein Picknick für die Hotelgäste. War recht imposant. Ed hat schlechte Laune, hat er irgendwie immer. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um ihm klarzumachen, dass er meine einzige und wahre Liebe ist. Wenn du nicht weißt, wie du deinem Partner zeigen kannst, wie wichtig du ihm bist und andersrum, dann macht ihr eh was falsch. Bloß als er mit dem Platzwart gesprochen hat, ist er ein bisschen aufgetaut. Männer. Platzwart? Zwei Tage haben wir noch. Dann geht's endlich nach Hause. Ed redet weder mit mir noch mit den Kindern und ich habe ihn des Öfteren dabei ertappt, wie er im Bad mein Million anstarrte. Ich mache mir Sorgen, dass er eine Art Nervenzusammenbruch sein könnte. Ich habe ihm vorgeschlagen, nach Hause zu fahren, aber er hat nur den Kopf geschüttelt. Er würdigt mich keines Blickes. Ich will einfach nur nach Hause. Ed ist heute schon früh gegangen und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wenn er in einer Stunde nicht zurück ist, lasse ich den Hotelmanager rufen. Obwohl ich es ihm verboten hatte, ist Ed Junior im Keller nach ihm suchen gegangen. Ich schicke Tiffany nach unten, um ihn zu holen. Wenn... Moment, es klopft an der Tür. Oh mein Gott, Ed voller Blut will mich umbringen. Hat mich ins Bad gesperrt, er ist verrückt. Schreit, wir werden ewig zusammen sein und er wird mich nie hergeben. Bitte hilf mir irgendwie... Ja, tot. Ja. Unschön. Krabbel da mal durch. Be careful. Okay, also die Frau hilft uns anscheinend doch. Also ja, sie führt uns andauernd wieder in Gebiete, die wehtun. Aber irgendwie müssen wir ihren Mann ja finden und wohl nochmal töten. Wobei wir eigentlich nur einen persönlichen Gegenstand finden müssen. Das war jetzt der Geist, ne? Das war nicht irgendeine Stimme von uns. Na komm.
Mike. 4, 14, 8. Oh ja, besser. Benutzen. Schwing. Ticken langsamer, ja. Aber das ist ziemlich wumpe. Nein, 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 nein. Krabbel da schön lang. Ist irgendwie Türen gehen auf und zu. Wir sind jetzt noch eine Etage weiter oben. Zu. Auf. Da sie das Ergebnis hiesiger Bildung sind, liegt der Inhalt dieses Wälzers jenseits ihres Fassungsvermögens. L.A. Burn. Name. Wenn Talana mal wieder dran ist, dann kann sie sich ein wenig um die Recherche kümmern. Mordfall ungelöst. Ocean House. Eltern unter Mordverdacht. Ja. Hier geht's nicht durch. Okay. Dann hier rum. Jetzt hatte ich kurz, was hier ist, wie der Geist gewesen. Also wirklich der Körper von ihr. Oder was davon über ist. Ich lauf dir nicht nach. Ich weiß, du willst helfen, aber du bist aber manchmal ein bisschen... zu rabiat. Ja. Definitiv rabiat. Nix. Sind wir im Kreis gelaufen? Nein, hier waren wir noch nicht. Ein leerer Koffer. Hat der Reisekoffer von der Familie. Da hoch. Und gut, dass Ash so flexibel ist. Raus. Da ist noch ein Reisekoffer oder sind wir denn, die weg? Oh, warte, da funkelt's. Nicht die einfach funkeln. Hier geht's weiter. Okay. Das ganze Hotel brennt noch einmal. Nur nicht. Nee, nicht Hals über Kopf jetzt rausstürmen, dann veränderst du vollkommen. Wobei das da so oder so überall wehtut. Ne? Ja. Sehen Sie echt hier stehen bleiben und warten. Kommen Sie nicht rübergesprungen, ne? Ja. Ja, reiß dich jetzt Gwendolyn zusammen und guck mal, ob irgendeine andere Persönlichkeit die Gelegenheit nutzt, um das Ruder zu ergreifen. Ein fünftes Albert. Der Soldat darf auch mal ran, unzufrieden in so eine Situation gebracht zu werden. Aber wenn er etwas gelernt hat, dann überleben. Das heißt, er huscht jetzt dadurch, wird aber nichts anderweitig Übermutiges machen. Ja, okay, wenigstens etwas.